Wir verschlafen durchschnittlich ein Drittel unseres Lebens. Da ist ein gesunder und tiefer Schlaf besonders wichtig, damit wir am nächsten Morgen wieder fit sind. Dafür brauchen wir die richtige Position und vor allem die richtige Unterlage. Im Teststudio von Uli Schmidt steht es, das Öl-Vitalbett. Es verspricht die optimale Liegeposition, je nach Bedarf verstellbar. Das Zusammenspiel von Luftkammern, einer Ölauflage und speziellem Viskoseschaum bietet die Möglichkeit, die Härte der Matratze zu steuern. Diejenigen, die das erste Mal auf dem Bett liegen, beschreiben das Gefühl immer auf eine andere Weise. Es ist ganz unterschiedlich. Manche kriegen ein Kribbeln auf einmal in den Beinen oder in den Händen. Oder ein Wellengefühl, sagen dann, ja, bewegt sich jetzt das Öl nicht. Alles findet im Körper statt. Was ganz interessant ist, überwiegend bei Frauen, und das ist für mich auch der Beweis, dass sie gefühlssensibler sind wie Männer, wenn sie das erste Mal dieses Erlebnis haben und aufstehen, ein leichtes Schwindelgefühl. Weil alles einfach frei und ungehindert fließen kann. So, und das kann man sich ja vorstellen, trägt natürlich zum erholsamen Schlaf bei. Und den braucht man. Erika Rieger schläft inzwischen seit 3 Jahren auf dem Öl-Vitalbett. Eine Investition in die Gesundheit, die sich ihrer Meinung nach lohnt. Die Erfahrungen sind sehr gut. Ich habe vor vielen Jahren einen Autounfall gehabt und meine Lendenwirbel waren immer verschoben. Ich liege wunderbar. Ich bin jede Nacht oder jeden Morgen ausgeschlafen, also hervorragend. Und dieses Gefühl möchte Hotelier Uli Schmidt auch seinen Gästen im Hotel am Forum übermitteln. Seit 8 Jahren stehen dort Öl-Vitalbetten. Auch weil die Betten hygienischer seien, so Schmidt. Das Bett ist so konzipiert, dass die Flüssigkeit, die der Mensch nachts abgibt, das kann bis zu 1,5 Liter sein, im Oberbezug, das kann ich hier demonstrieren, in dem Oberbezug wird das in der zweiten Schicht gespeichert. Das ist eine Naturfaser, die ganze Flüssigkeit aufnimmt. Und in der zweiten Schicht deshalb, damit jemand, der stärker schwitzt, auch nicht auf Feuchtigkeit liegt. Oberbezug mit Silberfäden verwoben, das heißt antibakteriell wirkend und auch eine gewisse Geruchsneutralität. Und wenn Sie morgens aufstehen, Voraussetzung, nicht gleich die Zudecke nehmen und das Bett machen, bevor man in die Dusche geht. Man sagt heute, das ungemachte Bett ist das hygienischere. Ist ganz wichtig, damit die Feuchtigkeit nach oben abdünsten kann, weil das Öl hat ja die Körperwärme übernommen. Mit der Fernbedienung kann die Dichte der Luftschichten reguliert werden und somit wird die Liegeposition verändert, je nach Bedarf. Eine Matratze, die sich mit dem Menschen verändert, so Schmidt. Denn je nach Gemütszustand oder sogar je nach Jahreszeit haben Menschen andere Anforderungen an ihr Bett. Und hier hat ein Schweizer Wasserbettenbauer vor 15 Jahren angefangen, sich Gedanken zu machen, wie kann ich das Wasserbett verbessern. Und er hat eigentlich, so sind wir auf dem heutigen Stand, es erreicht, dass er die Vorteile aus dem Wasserbett, aus dem Luftbett und von Matratzen gebündelt hat zu einem System. Und das ist das heutige Öl-Vitalbett. Die Idee war schon vom Herrn Popfinger eben, er hat Schlafprobleme gehabt und war natürlich auf der Suche nach einem besonderen Schlaf oder nach einem besonderen Bett, um seine Probleme in den Griff zu bekommen und ist eben dann auf dieses Schweizer Patent gestoßen. Manuela Weißenhorn bekommt auch ein Öl-Vitalbett. Es ist schon bestellt. Die Ausgaben von rund 1800 Euro sind für sie dabei gut angelegt. Also ich war 2007 auf der Messe in der Big Box und da war das Bett auch ausgestellt und da bin ich einmal Probe gelegen. Und seitdem ist es meins. Langsam aber sicher werden die Öl-Vitalbetten immer bekannter und beliebter. Ein Produkt aus dem Allgäu auf dem Vormarsch in die Welt hinaus. Damit so viele Menschen wie möglich mit Freude abends in ihr Bett steigen.